Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu den sinnlosesten, dümmsten oder auch einfach besten Handygames, die es zurzeit so gibt. Es gibt einfach mittlerweile so viele schrottige Handyspiele, dass ich nicht länger widerstehen kann. Ich dachte, ich gucke mir die mal an und wir lachen zusammen darüber. Für mich wird es wahrscheinlich heute sehr viel Werbung geben. Für euch gibt es aber nur eine einzige Werbung in diesem Video. Und die ist nicht mal ganz so kacke. Ich brauche ja schon seit längerer Zeit ein neues Handy. Und vor kurzem ist Red Magic auf mich zugekommen und hat mir das neue Red Magic 6 zugeschickt. Dieses Handy ist speziell auf Gaming ausgelegt worden. Ich glaube, das sieht man auch irgendwie dem Handy an. Also glaubt mir, so ein großes Ding werdet ihr so schnell nicht mehr in der Hand halten. Es ist nämlich 17 cm lang, passt also in so ziemlich gar keine Hosentasche, aber flexen kann man trotzdem. Das Handy hat eine unglaubliche Bildfrequenz von 165 Hertz. Das soll wohl das erste Display sein, was diesen Wert überhaupt erreicht. Und ich finde, das merkt man auch beim Zocken. Es läuft wirklich extrem flüssig. Apropos flüssig. Das Handy ist teilweise flüssigkeitsgekühlt und du kannst sogar noch einen extra Lüfter anschließen. Mit dem Ding kannst du dich dann direkt bei Star Wars bewerben. Ach ja, und habe ich erwähnt, dass das Handy 3 Kameras hat? Keine Ahnung, wofür man das braucht, aber man hat's einfach. Und jetzt für die Technik-Freaks unter euch aufgepasst. In diesem Handy verbirgt sich ein Qualcomm Snapdragon 888 Prozessor, der bis zu 2,84 GHz hochgeht. Und 12 GB RAM. Wenn ihr also ein Gaming-Handy zu einem verhältnismäßig guten Preis sucht, dann schaut euch das Red Magic 6 mal an. Mit dem Link in der Beschreibung, würde mich freuen und damit unterstützt ihr mich auch. Und dann viel Spaß mit dem Video. Gut, fangen wir an mit dem ersten Spiel. Yara möchte Chips kaufen, kommt aber nicht heran. Ist Absteigen vielleicht eine Option? Oh ja, einfach mal reinfahren. Das war die Lösung. Krasses Level, wirklich. Das ist AAA Gaming hier. Lass sie nicht den Aufzug benutzen. Ich mach auf, glaube ich, und dann stelle ich ihn rein. Nein? Warte, was kann ich mit seinem Gehstock machen? Ach so, ich stelle ihn in den Fahrstuhl rein. Oh nein, jetzt muss sie die Treppe nehmen. Denn alles andere wäre zu anstrengend. Hilf ihr beim Treppensteigen, sie kann es nicht alleine. Die Beine, die ihr Gott gegeben hat, reichen einfach nicht aus. Oder du machst einfach die Treppe, Kleiner. Haha, Lifehack. Wie gefällt dir unser Spiel? 5 Sterne, es ist perfekt. Es ist alles, was ich mir von einem Spiel gewünscht habe. Ich meine, hier steht es ja auch, mit mehr als 1 Million Downloads hat Braintest das mobile Spiel neu definiert. Neu definiert, Leute. Es ist eine Revolution. Das nächste Spiel heißt Fischdom. Hat jemand Fisch gesagt? Ich kann nicht auf Spielen drücken. Und das war's auch schon wieder mit Fischdom. Ach, jetzt geht's. Hurra. Hallo, ich bin Tina und wie heißt du? Hans Günther. Hä, das hat ja nichts mit der Werbung zu tun. Das ist ja was ganz anderes. Ja geil, direkt mal einkaufen. Bye, have a great time. Ja, der Fisch hat auch keinen Bock drauf. Ich fühle das. Das erste, was er macht, ist einfach aus dem Spiel rausschwimmen. Okay, auch das hat nichts mit der Werbung zu tun, die ich gesehen hatte. Das ist ja mal mega die Verarsche. Meine Hoffnungen liegen jetzt alle auf dem nächsten Spiel. Homescapes. Oh, mein altes Elternhaus, es weckt so viele Erinnerungen. Whoa. Was? Oh. Warum genau bist du jetzt hingefallen? Du bist über den Teppich gelaufen. Nee, nicht schon wieder dieses Candy Crush-Gedöns. Warum ist alles Candy Crush? Ich mache jetzt dieses Level und wenn es danach nicht besser wird, dann bin ich sowas von raus. Warte, was? Ich war nicht mal ansatzweise fertig. Warum ist der Typ so creepy? Der sieht aus wie so ein Butler, der mich gleich absticht. Ja, das war das authentischste Klatschen, was ich je gesehen habe. Das sieht wunderschön aus. Passt farblich auch sehr gut zum Zutritt-Verboten-Schild. Warum auch immer das da ist. Mama wird ganz bestimmt begeistert sein. Mama wird sehr begeistert sein, dass sie die Treppe nicht benutzen kann, du Dödel. Corona-Regeln existieren in diesem Spiel offensichtlich nicht. Gib deinen Namen ein. Hab ich doch gesagt. Hans Günther. Hans Günther Günd. Das ist mein Name. Oh nein, ich muss zurück zu Candy Crush. Kann ich bitte nicht? Das Spiel ist mir zu creepy. Ich muss hier raus. Ich mag's, wenn Handyspiele damit anfangen, dass ich mein Einverständnis geben muss, dass meine persönlichen Daten gesammelt werden. In diesem Spiel musst du Sachen ausradieren, um ein Level zu schaffen. Und das ist eigentlich das ganze Spiel. Wo ist das Geld? Weiß ich nicht. Radieren wir die Tür? Oh nein, hier drin hat Offizier Peter sein Dünnschiss. Was ist hinter der anderen Tür?
Warum wurde das jetzt zurückgesetzt? Kann ich denn nicht Offizier Günther beim Kacken zugucken und gleichzeitig das Geld klauen? Unrealistisches Spiel, ey. Hast du Spaß? Ich spiele seit 30 Sekunden. Kennt ihr das, wenn ihr in einen Kleiderladen reingeht und kaum seid ihr drin, kommt doch direkt irgendein Verkäufer angerannt und sagt... Das ist genau das Gleiche hier. Nutze deine Fantasie. Ja, meine krasse Fantasie, dass ich meine Maus über den Bildschirm bewege. Guckt euch an, wie fantasievoll ich bin. Was stimmt nicht mit dem Biker? Vielleicht muss ich den Zaun wegmachen, denn dann ist es gar kein Biker, sondern ein Rasenmäherer. Hallo, ich passe meine Witze einfach nur dem Niveau von diesem Spiel an. Wer hat die Wassermelone gestohlen? Offensichtlich diese Frau, denn sie hat zwei davon. Jahaha, wie lustig. Verhindere die rote Karte. Wir radieren einfach den Ball. Dann ist es auch kein Sport mehr. Nein, wir radieren die Pfeife, dann hört ihn niemand, wenn ihr die rote Karte gibt. Nein, vielleicht ist die Hose die rote Karte. Okay, wir radieren die Karte. Und es ist wieder nur ein Foto. Das machen Schiedsrichter halt so. Wenn die einen schönen Fußballer sehen, dann halten die an, pfeifen und machen ein Foto von ihm. Spieglein, Spieglein an der Wand. Warum sehe ich aus wie Shrek, verdammt? Du musst nicht mal nachdenken. Du wischst einfach irgendwo ein paar Mal über den Bildschirm und dann bekommst du die Belohnung. Das bist du. Das ist dein Baby. Ja, das Spiel heißt Parenting Choices und es soll hier darum gehen, sein Kind zu erziehen. Darin bin ich sehr, sehr gut. Wo soll das Baby schlafen? In einer Schachtel. Hallo? Wenn man umziehen muss, muss man wenigstens nicht mehr das Baby neu packen. Bringen wir eine neue Tapete an. Hunde, Katzen oder Albträume verursachende Clowns. Am besten Albträume verursachende Clowns, hätte ich gesagt. Schlafenszeit für das Baby. Wir schalten das Nachtlicht ein, wir machen ein kleines Feuer oder wir lassen das Zimmer einfach komplett dunkel. Ich meine, der Scheißer soll ja schlafen, da wird gefälligst Strom gespart. Soll ich die Windel wechseln? Nee, zu teuer. Spürt ihr auch, wie euer IQ zurückgeht? Meine ist schon bei Null angekommen, da geht gar nichts mehr. Das bist du. Das ist so unnötig, weil die Person siehst du danach kein einziges Mal mehr. Das Baby schläft diesmal in einem Babybett. Und wir machen natürlich Katzen an die Tapete, weil Hunde stinken. Ey, da war kurz mein Charakter für einen Bruchteil einer Sekunde. Wie soll ich das Baby nennen? Nach meiner Lieblingsfarbe? Nach meinem Lieblingssnack? Oder nach meiner Lieblingskleidungsmarke? Louis Vuitton. Ich darf dich auf den Namen Louis Vuitton. Louis Vuitton, mach deine Hausaufgabe. Was, das gefällt dir nicht? Du bist nicht derjenige, der hier bestimmt. Oh nein, das Baby weint. Wir geben ihm Ketchup. Warum war das jetzt falsch? Er hat sich doch gefreut. Guck mal. Ich habe keinen Bock mehr. Auf zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel heißt Girl Genius. Boah, wir sind betrunken auf der Hochzeit. Alles Gute zum Hochzeitstag. Zum Glück hast du erwähnt, dass es ein Hochzeitstag ist. Darauf wäre ich nicht gekommen. Ich gehe auf die Toilette. Und die Zeit vergeht. Warum braucht er so lange? Oh nein. Sag mir nicht, dass er Durchfall hat. Er betrügt mich an unserem Hochzeitstag. Danke, dass du es extra erwähnst. Und ich habe gewonnen. Warum? Warum habe ich gewonnen? Lösch die Mauer. Ja, das geht im Zweifelsfall immer. Oh, das ganze Haus verschwindet. Es tut mir so leid, Schatz. Es wird nicht wieder vorkommen. Ich habe vergessen, dass du Häuser löschen kannst. Bitte verzeih mir. Nächstes Mal gehe ich in den Busch. Er schickt dir eine Nachricht. Ich bin schwanger. Wow, das ging schnell. Schwanger? Wann ist das denn passiert? Vor Monaten. Ich habe es dir nicht erzählt, weil ich dich überraschen wollte. Per SMS. Am Hochzeitstag. Du bist verheiratet, du Blödmann. Nein, er ist nicht verheiratet. Er kniet nur gerade zufällig da mit einem weißen Hemd. Du gewinnst. Wow. Krasser Gewinn. Wählen Sie Leben. Weiblich oder männlich. Wählen Sie Leben. Also in diesem Handyspiel soll es anscheinend darum gehen, dass man in den Himmel kommen kann. Dabei muss man wohl Fragen beantworten oder so. Das ist das ganze Spiel. Mutter hat dich zum Impfen gebracht. Oh, das ging schnell. AstraZeneca oder welcher Stoff? Ich nehme es ins Hinterteil. Ich impfe die Krankenschwester oder ich beiße den Arzt. Natürlich impfe ich die Krankenschwester, weil Ärztepersonal hat Vorrang. Am I right? Schlechte Wahl. Geh 5 Stufen zurück. Warum ist das die schlechte Wahl? Lieben Sie unser Spiel? Nein. Papa versucht, deine Windel zu wechseln. Ich trete ihm ins Gesicht, ich sage, er soll Mama holen, oder ich schmiere ihm Kack ins Gesicht. Wie wär's denn, wenn ich ihm sage, er soll Mama holen, ihm dann ins Gesicht trete und auf meinem Fuß ist die Kacke? Ah, komm, wir nehmen das.
Freundlich. -5 freundlich habe ich bekommen. Schlechte Wahl. Geh 3 Stufen zurück. Ist mir doch egal. Irgendwann bin ich oben. Ihr könnt mich nicht daran hindern, in den Himmel zu kommen. Egal wie ihr es versucht. Ich habe das Babyalter abgeschlossen. Ich habe 0 Weisheit, 0 Ehrlichkeit und 0 Freundlichkeit. Das sind doch tolle Voraussetzungen. Und für 3 Dollar halt dein Maul, ich kauf's nicht. Du hast eine streunende... Nein, danke. Du hast einen verletzten Vogel gefunden. Ich mache eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Das wäre aber eine Mund-zu-Schnabel-Beatmung. Get your facts straight. Der Weg zum Himmel ist so anstrengend. Deine böse Schwester lacht, als du beim Laufen lernen hinfällst. Dann breche ich ihr... Ich breche ihr das Bein. -5 freundlich. Ach, schade. Warum bin ich nur so unfreundlich? Geschenk vom Himmel. Brauche ich nicht. Kleinkindalter abgeschlossen. Ich bin immer noch nicht weise. Ich bin auch immer noch unfreundlich. Aber wenigstens bin ich ehrlich. Und das ist besser als nichts. Ups, du hast ins Bett genässt. Was macht man wohl in so einem Fall? Man hat ins Bett gepinkelt. Natürlich gießt man Orangensaft darüber, um es zu verdecken. Ist ja logisch. Hä? Warum ist das jetzt eine gute Wahl? Jemand mobbt dich im Unterricht. Da muss er halt sterben. Du kannst ja nicht -Freundlichkeit bekommen, wenn du 0 Freundlichkeit hast. Du bist im Begriff zu sterben. Dann sterbe ich halt. Ihr Leben ist über. Okay, weißt du was? Cut, cut. Ich will weg. Man sagt ja, das Beste kommt zum Schluss. Oh ja, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Fußdoktor. Wir alle Kinder mit ausgeprägtem Fußfetisch. Das ist wohl unser erster Patient? Gut, du hast es nicht anders gewollt. Das ist nicht mal sie. Oh nein, ihr fehlen ein paar Knochen. Zum Glück habe ich noch extra Knochen hinten im Schrank. Die kann ich immer spontan einsetzen. Ha, Halleluja. Was, sie tut's immer noch weh? Hier, hab ein paar Eiswürfel. Ja, gefällt dir das, wenn ich hier so reibe? Hm? Das sieht aus wie ein Leimstift aus einem... Barbie-Magazin. Und damit laser ich jetzt deinen Fuß. Du kannst danach nie mehr Kinder bekommen. Ich hoffe, das ist dir egal. Und jetzt schauen wir nochmal mit der Lupe und sehen... Alter, was ist das? Einfach Pflaster drauf und vergessen, dass es existiert. Und der Nagel ist wieder wie neu. Ja, Leute, das war's mit diesen mega krassen Handyspielen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Das waren wirklich mega krasse Games. Red Dead Redemption 2 oder auch Cyberpunk. Das sind einfach Spiele, die ein Witz dagegen sind, ja. Ja, Spaß beiseite. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und auch gerne ein Abo da. Schaut gerne bei Red Magic vorbei. Ich kann euch das Handy nur empfehlen. Ich habe es ja selber jetzt über Wochen hinweg getestet. Links kommt ihr jetzt zu meinem neuesten Video. Rechts kommt ihr zu einem anderen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.